Unglaubliche Studie, kochendes Wasser entfernt 90% des Mikroplastiks. Ich habe was ganz, ganz Spannendes für euch aufgeklärt. In diesem Video zeige ich euch, was mit dem allgegenwärtigen toxischen Nano-Mikroplastik passiert, wenn man das Wasser einfach einmal zum Kochen bringt, in dem sich das Plastik dementsprechend befindet. Und das befindet sich ja natürlich fast überall. Also vor allem auch das Leitungswasser, ja. Doch entscheidend ist, was mit dem Plastik passiert und wie man das Wasser danach trinken sollte. Da gibt es einen Clou, der ganz, ganz wichtig ist. Also bleibt dran, es wird wirklich sehr, sehr spannend und wichtig vor allen Dingen auch. Unglaubliche Ergebnisse erwarten euch, die so gut wie ja noch niemand gesehen hat. Lasst auch schon eine positive Bewertung da für meine Mühe und schaut sehr gerne am Ende des Videos mal in die Videobeschreibung für den Support und los geht's. Es ist heute bekannt, dass die Wissenschaft sich um den Faktor 100 verrechnet hat zum Thema Mikroplastik und Nanoplastik und diesen Anteil, der dementsprechend in den einzelnen Wassern zu finden ist, deutlich höher ist als erst angenommen. Als Mikroplastik bezeichnet man winzige Kunststoffteilchen, die kleiner sind als 5 mm und aus unterschiedlichen Kunststoffarten bestehen können, beispielsweise Polyethylen, Polypropylen und Polyamid und so weiter. Problematisch ist es, dass sich jedes Plastik extrem langsam abbaut. Circa 450 Jahre dauert es. Bis dahin spalten sich aber noch kleinere Teilchen ab, die noch kleiner sind als das sich zersetzende große Teil. Es gab eine brandaktuelle Studie in Menschen mit dem Titel Unterschätzte aktivitätsbezogene Mikroplastikaufnahme. Was bisher noch nicht gewusst wurde, dass sich das Mikroplastik mit den Darmbakterien, genau genommen Mikrobiom, verbindet. So sieht der Plastikpartikel im Original aus, relativ glatt. So sieht der Plastikpartikel aus, wenn es mit der Mundflora in Verbindung kommt. Und so sieht er aus, wenn er im Magen aufschlägt. Und im Dünndarm ist er dann noch kaum zu erkennen. Und im Dickdarm, wo es um Fermentation geht, ist er quasi nicht mehr zu erkennen. Ja, ein Teil des Mikrobioms ist er dann in dem Fall geworden. Dazu schreiben die Wissenschaftler wie folgt. In dieser Studie wurde zum ersten Mal die gastrointestinale Verdauung und die Fermentierung im Dickdarm von millimetrischen und mikrometrischen Plastik untersucht. Während der gastrointestinalen Verdauung kam es zur Oberflächenveränderung der Plastikpartikel. Nach der Fermentation im Dickdarm wurden leichte Veränderungen in den mikrobiellen Gemeinschaften des Darms festgestellt, insbesondere bei der Gattung Bifidobacterium, das heißt, die Darmflora hat sich verändert. Das Plastik wird ein Teil von uns. Da wir sicher keine 450 Jahre alt werden, wird es uns sogar überleben. Dieses Jahr erschien aber diese interessante Studie. Dort hieß es, das Trinken von abgekochtem Leitungswasser verringert die Aufnahme von Nano- und Mikroplastik durch den Menschen. Visuell sieht das Ganze dann so aus. Das Mikroplastik wird durch das Kochen zu Boden sinken, doch das passiert nicht einfach so. Dabei passiert eine interessante chemische Reaktion und es muss ein bestimmter Stoff im Wasser sein, damit das überhaupt vonstatten gehen kann. Dazu schauen wir uns diese interessante Abbildung mal an. Die Wissenschaftler haben Wasserproben aus den verschiedensten Ländern genommen und die Wasserhärte bestimmt, also den Kalkgehalt. Das sehen wir dann in der linken Spalte. In der rechten Spalte ist dann korrespondierend die Rate berechnet worden, zu wie viel Prozent das Mikroplastik bzw. Nanoplastik herausgefiltert wird durch das Kochen. Also, nochmal zum Verständnis. Es muss Kalk bzw. Calcium im Wasser sein, damit das Plastik durch das Kochen entfernt werden kann. Anders kann das Mikroplastik nicht aus dem Wasser durch das Kochen entfernt werden. Das sehen wir zum Beispiel bei Deutschland. Dort beträgt der Kalkgehalt im Leitungswasser circa, das sind jetzt hier stichprobenartig Daten erhoben worden, ja, 190 Milligramm pro Liter. Kalk wird auch als Calciumcarbonat bezeichnet. Ja. Dabei sehen wir korrespondierend eine Entfernung in Prozent von 84%. Das müsste auch heißen, je mehr Kalk im Wasser, desto besser kann das Mikroplastik oder das Nanoplastik herausgelöst werden. Fragezeichen? Ja, genau so ist es. Schaut man sich in Afghanistan diese Wasserwerte mal an, dort beträgt die Wasserhärte 600 Milligramm pro Liter. Kalk, ja. Und damit ist auch die Entfernung von dem Mikroplastik und Nanoplastik durch das gekochte Wasser aus Afghanistan bei 90%. Das Ganze passiert aber schon vorher. Selbst bei 25 Grad Celsius liegen wir bei etwa 2% Mikro-Nanoplastik-Entfernung aus dem Wasser. Doch von 50 auf 70 kommt ein großer Schwung, ja, von 3,9% 50 Grad zu 26% 70 Grad. Doch der größte Schwung, der passiert wirklich beim Kochen von 90 auf 100 Grad Celsius. Das heißt, von 28 auf 84% Entfernung des Mikroplastik bzw. Nanoplastik. Das Ganze ist hier sehr gut visuell dargestellt.
wo man nochmal sieht, wie wichtig es ist, dass das Wasser wirklich 100 Grad hat, denn, also 100 Grad ist nicht genau möglich, dann geht es natürlich in einen anderen Aggregatzustand über, ja, aber sagen wir mal 99,9%. Das heißt, von 28% auf 90% ist natürlich wirklich schon Wahnsinn, ja, und damit ist natürlich auch hier der größte Abstand gegeben. Und darauf sollte man wirklich, wirklich achten, wenn der Wasserkocher läuft, dass er sich von alleine abstellt, denn dann hat er wirklich die höchste mögliche Temperatur erreicht. Oder halt das Wasser, wenn man es kocht, ein bisschen kochen lässt, halt, ja, im Kochtopf. Das sieht man nicht nur in der Kurve, sondern auch noch in dieser mikroskopischen Aufnahme, ja. Diese Bilder sind wirklich ganz, ganz spannend. Da sieht man die Plastikpartikel, ja, wie sie sich verändern. Es sieht so aus, als wenn sich proportional mit steigender Temperatur die Partikel dahingehend verändern, dass sich etwas anhaftet. Was man ebenfalls sehen kann, dass das gekochte Wasser später ca. 1 cm an Höhe verloren hat im Vergleich zu dem nicht gekochten Wasser, beziehungsweise vorher dem Wasser. Ja? Jetzt kann man sich sicher denken, dass das Mikroplastik mitverdammt ist, ja, weil das ja auch das Wasser auch dementsprechend hier 1 cm tiefer lag. Nein, das kann man so nicht sagen, denn Metalle werden nicht mit verdampfen. Schaut man sich die Werte von Kalk mal an, dann sieht der Siedepunkt hier bei lockeren 2850. Ja. Denn vorher wird es noch zu Calciumoxid, bevor das überhaupt passiert mit dem Siedepunkt. Also ich weiß nicht, was ihr für einen Wasserkocher habt, aber meiner schafft höchstens 100 Grad Celsius, 99,9. Am besten beschreibt es aber diese mikroskopische Aufnahme. Dort sieht man eckig, ja, die Kristalle. Also die Kalkkristalle genau genommen, ja. Und dann sonnenförmig oder sternförmig, ja, die Mikroplastikpartikel, wie diese mit dem Kalk im Wasser verschmelzen. Oder hier im letzten Bild können wir es auch sehr gut sehen, die Kalkkristalle, ja, eckig, verschmelzen mit den Plastikpartikeln sonnenartig. Jetzt kommt das Wichtigste, denn, wie man hier sehen kann, ist die Dichte von dem Plastik höher als die von Wasser. Vorher war es nicht so und die Partikel schwammen durchs Wasser wild herum. Jetzt fallen sie zu Boden aufgrund der Fusion mit einem Metall, was ja schwerer ist als Wasser. Kennen wir alle, wenn wir Metall ins Wasser werfen, dann sehen wir das Metall irgendwann nicht mehr, wenn der Boden tief ist. Das bedeutet, man sollte das abgekochte Wasser oben abschöpfen und nicht den Rest unten trinken, wo sich das gesamte Mikroplastik konzentriert befindet und das Nanoplastik. Das ist das Wichtigste aus dem Video, daher immer wichtig bis zum Schluss schauen, dann bekommt ihr auch wirklich alles Wichtige mit, weil ansonsten habt ihr nicht wirklich was gewonnen, wenn ihr das schon vorher abgeschaltet habt. Ich möchte auf diesem Weg nochmal erinnern, dass nicht nur Kochen Mikro-Nanoplastik bindet, sondern auch noch das aus meinem vorherigen Video schon aufgedeckte, die Mikroalge Chlorella, das sehen wir hier in der Publikation, in der Studie. Man sieht hier ebenfalls sehr, sehr gut in mikroskopischen Bildern, dass sich die Nanopartikel an die Alge heften und diese dann ausgeschieden werden. Das passiert natürlich im Darm, da du sicher kein Chlorella im Blut haben wirst, ja, sonst hättest du grünes Blut wie Hulk und das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. So, was auch immer wieder wild behauptet wird übrigens halt auch. Egal. Das war's für ein Video. Ich verlinke euch mal unabhängig laborgeprüftes Chlorella, denn kein Nahrungserkennungsmittel ist mehr belastet als der Schwamm Chlorella, der ja dann Schwermetalle, Mikroplastik und so weiter alles bindet. Von daher muss die Umgebung, in der diese Alge aufwächst, absolut extrem kontrolliert sein. Und ganz wichtig, meines Erachtens auch genügend Chlorophyll enthalten. Das bekommt sie nicht in Deutschland, ja, sondern aus wärmeren Ländern, ja, wo sie noch mehr Sonne tanken kann. Da achtet darauf auf eine unabhängige Analyse. Das muss zum Datum passen, die Charge muss passen, vor allem die muss auf, der Homepage hochgeladen sein mit der wirklich unabhängigen Labor in der Ecke dargestellten Symbol. Ja. Einfach mal Buracell, ich verlinke es. Bis zum nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, Leute.